Das ist Frau Hager. Sie ist 24 Jahre alt und studiert. Sie arbeitet manchmal im Sportverein. Dabei ist ihr was Schlimmes passiert. Es war ein normales Fest, viel Hektik. Als sie Nachschub holte, stand ein betrunkener Mann vor ihr. Sie fragte, was er hier mache. Da schlug er zu. Eine Woche Krankenhaus war die Folge. Die Polizei kam und war sehr freundlich. Viele Fragen blieben jedoch unbeantwortet. Sie hat Angst, wenn sie ihn sieht. Frau Hager erzählt ihrer Freundin von ihren Nöten. Diese fragt, ob sie den Täter-Opfer-Ausgleich kennt. Sie gibt ihr eine Adresse und Frau Hager beschließt, sich zu informieren. Der fremde Mann aus dem Lager ist Herr Fuchs. Er arbeitet als Zeitarbeiter in einer Möbelfabrik. Damals hatte er viel getrunken und kein Geld. Wieso sich nicht im Lager bedienen? Mist, nur raus hier, war alles, was ihm in den Sinn kam. Er half der Frau nicht auf. Im Lokal fing er wieder an zu denken. An der Bar blieb er sitzen, bis die Polizei kam. Das ist Herr Hase. Er vermittelt in solchen Fällen. Frau Hager meldet sich bei Herrn Hase. Er lädt sie zu einem unverbindlichen Gespräch ein. Das Gespräch läuft besser, als sie dachte. Herr Hase hört ihr zu und beantwortet ihre Fragen. Herr Hase macht ihr keine Versprechungen. Sie überlegt kurz und stimmt zu. Das ist Staatsanwalt Rabe. Da Frau Hager zustimmt, ist auch er dafür. Herr Fuchs bekommt Post von Herrn Hase. Er bietet einen TOA-Versuch an. Er ruft bei ihm an. Herr Hase versichert ihm, dass er nach einem ersten Gespräch selbst entscheiden kann, ob er einen Täter-Opfer-Ausgleich versuchen will. Herr Fuchs erfährt, dass er und Frau Hager alles selbst entscheiden und der Staatsanwalt einverstanden ist. Der Gedanke, einer fremden Frau alles zu erklären, fällt ihm schwer. Aber natürlich will er zeigen, dass er keine kriminelle Bestie ist. Er möchte noch etwas überlegen. Nach einem Monat stimmt er zu. Zuerst sind sie sich sehr unsicher. Frau Hager möchte Herrn Fuchs nun aber gern direkt sagen, wie das alles für sie war. Herr Fuchs hatte sich eingeredet, es war doch nicht so schlimm. Jetzt merkt er aber, dass es anders war. Damals war alles schwierig für ihn. Aber sich jetzt zu entschuldigen, ist doch irgendwie leer und hohl. Frau Hager versteht ihn. Sie will keine Entschuldigung. Er soll nur einsehen, wie schlimm alles für sie war. Sie erzählen sich mehr und mehr, sind fast erleichtert. Auf einmal gibt Herr Fuchs Frau Hager die Hand. Es folgt kurzes Schweigen. Herr Hase will nun die materielle Seite klären. Frau Hager erzählt, was sie sich vorstellt. Herr Fuchs stimmt zu, er kann 100 Euro monatlich überweisen. Die Abmachungen werden aufgeschrieben und von beiden unterschrieben. Staatsanwalt Rabe bekommt Post von Herrn Hase. Er stellt das Verfahren nach dem gelungenen Täter-Opfer-Ausgleich ein. Frau Hager hat jetzt keine Angst mehr.